Willkommen zurück bei Let's Play Bioshock. Im letzten Part sind wir hier ganz gut durchgekommen, haben uns mit Sandras Splicern hier angelegt, haben mächtig zerstört hier alles. Splittergranaten, ja, ich kann nicht noch mehr Splittergranaten tragen. Hier das Schloss kann ich leider nicht selber eingeben, sonst würde ich jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Jetzt ist halt die Frage, wo muss ich genau hin? Weil er hat uns nicht gesagt, wohin der Weg uns führt. Ist sehr, sehr schade, weil ich wüsste das schon gerne. Ach so, nee, von hier aus sind wir ja gekommen. Dafür brauchen wir ja leider den Schlüssel von Cohen. Hier läuft doch noch ein Splicer rum. Schickt ihn mir, ich mache ihn tot. So, auf der anderen Seite dürfte sich ja Poseidon Plaza befinden. Jetzt ist halt die Frage, wo wartet dieser Splicer? Ja, ich mag's nicht, dass hier so viele sind. Aber wo wartet jetzt der letzte, ja, der letzte Schüler von dem lieben Sander Cohen auf uns? Ja, den habe ich ja schon fotografiert. Den anderen habe ich da hinten fotografiert. Vielleicht hier oben? Ach, ein Rapture ist überhaupt nichts rechtschaffen, das habe ich schon so oft gesagt. Ja, brauche ich. Och, Sion. Wie nett. Oh, die lebt ja noch. So. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie ich war daran, das doch überhaupt nicht. Sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Ich war das überhaupt nicht. Ich habe hier überhaupt nichts gemacht. Oh Gott. Mann, ey, ich wurde geschlagen. Dann hat sich halt mein Elektroschutzding aktiviert, mein Tonikum. Was jetzt? Hat's gerade gehangen? Das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Gesehen. Ein leichter Lag. Naja. Ja, auf jeden Fall, ich habe nichts gemacht. Mein Tonikum hat sie aktiviert. Das hat halt eine Scheibe beschädigt. Ich sag mal, was ist denn jetzt hier los? Das liegt, glaube ich, daran, weil ich gerade render, dass da mein Programm fertig ist. Beziehungsweise der letzte Part ist gerade fertig geworden. Und da macht mein Computer wohl ein paar Faxen. Naja, wenn er möchte, soll er das machen. Wir lassen uns nicht beirren, weil wir sind ja eh gerade bloß hiermit beschäftigt. Auch wenn mich die Lecks schon dezent stören. Aber was soll's. Kann man nicht ändern. Muss man auch nicht, weil es geht auch so. Jetzt noch die beiden von hier unten rüber. Und schon haben wir einen Teil des Sicherheitssystems auf unserer Seite. Geh mir nicht auf den Keks, Mistding. Will ich den hacken? Er schießt das! Mal gucken, ob sich hier hinten eventuell irgendwo... Achso, nee, Bier trinke ich auch nicht. Ich heile mich mal wieder. Ich weiß, ich bin verschwenderisch, aber ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich hier permanent nur hacke. Privat würde ich es wahrscheinlich sogar alles hacken, wenn ich das für mich nur spielen würde. Aber da ich das für euch spiele, muss das jetzt nicht unbedingt... Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Ah! Oh, wow. Gott. Von wem ist das? Schwanger, oh. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden ihr einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld noch nie gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Oh, da hat der liebe Ryan wohl
eine Prostituierte geschwängert. Das hat ihm wohl nicht ganz so in den Kram gepasst. Denn sie hat ihn scheinbar ja geliebt, oder sie glaubte zumindest, dass sie ihn liebt. Weiß man ja nie so genau. Auf jeden Fall, ja, hat er sie daraufhin wohl ermordet. Es sieht zumindest ganz danach aus. Hier gibt es wieder einen Verbandskasten und Antipersonenmunition. Das finde ich sehr, sehr toll. Mann, ey. Sowas muss echt nicht sein. Also wenn schon, dann auch dazu stehen. Finde ich echt nicht gut, aber das Geld kriegen wir natürlich. Also ich meine, das müssen wir ja jetzt nicht hier liegen lassen. Ja, der hat die echt eiskalt umgebracht, Ryan. Wird man hier eigentlich mal bedient? Versuch doch mal. Nee, wird man nicht. Für wen hält er sich eigentlich? Du bist also Cohens letzter Schüler. Ich bin nicht umgeschwein. Besoffener Schüler. Was hast du gesagt, du Arsch? Ich sagte, ich bring dich um. Moment, ich muss den kurz mal hier ein bisschen lahmlegen. Holt ihn euch. Wow, den interessieren meine Bienchen wohl überhaupt nicht. Hätten wir jetzt nicht den Big Daddy auf den Hals. Mistsack. Ach Mist, jetzt habe ich doch Bier getrunken. Oh, puh. So, den fotografieren wir schnell. Dann machen wir uns lieber aus dem Staub. Hallo Daddy. Bienen, haltet ihn in Schach. Ich glaube nicht, dass er sich in Schach halten lässt. Ich wollte niemanden verletzen. Das ist schön für dich, dass du niemanden verletzen wolltest. Das Problem ist, der da will mich verletzen. Oh. Stirb, Bouncer, stirb. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen wenig Commentary hier mache. Aber ich muss mich jetzt gerade mal um den Typen kümmern. Moment, ich versuch's mal mit den Wärmesuchenden. Ist das alles? Mistsäcke hier. Du gehst mir jetzt erstmal nicht auf den Keks. Bisschen Geld dabei, das ist okay. Dann bist du. So, Kleiner. Ja, ich konnte ihn leider nicht leben lassen. Verbandskasten mitnehmen. Gut, und wir setzen das letzte Foto ein. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder durchdrehen und uns angreifen, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Es ist vollbracht. Zeig es mir. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Es ist wunderschön. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen.
Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient, ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden. Gut, Medical Expert 2 nimmt jetzt dich. Was ist mit dir passiert? Mach ich. Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Geh! Mach ich. Er lässt uns ja relativ in Frieden wandern. Moment, wo ist der Weg? Da lang geht's. Danke sehr. Ich weiß, ich könnte ihn jetzt noch umbringen und ihm seinen Schlüssel klauen. Aber ich möchte das nicht. Nein. Meine Reise nach Rapture war bereits zweite Flucht. Ryan, halt die Klappe. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Und hier Rasse dürfen wir diesmal weitergehen. Diesmal kommen wir hier weg. Und das werden wir auch tun. Ab mit der Tauchkugel nach Hephaestus. Dort, wo Ryan lebt. Das Dumme ist, Ryan wird uns wahrscheinlich nicht ganz kampflos hier alles überlassen, denn der ist ja mit seiner Armee von Splicern hinter uns her. Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Oh Gott, das hier ist ein extrem schwerer Safe. So, jetzt ein bisschen Beeilung. Das war, glaube ich, ganz gut, was ich da gemacht habe. Ich habe uns damit ein bisschen Zeit erkauft. Die Frage ist, reicht die Zeit, die ich da geholt habe oder nicht? Aber doch, das sollte eigentlich hinhauen. Ja, ich habe den Automat hingekriegt. Das freut mich. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Ja, mache ich. Aber Leute, das machen wir nicht mehr diesen Part, denn ich speichere, ihr seht hier, ich mache immer einen neuen Save. Lasst mir einen Kommentar da, Daumen hoch, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock.